Ja, hallo und einen schönen guten Morgen heute am 22. Januar zu einer neuen Folge Morning Matters und mit mir dabei ist der Daniel. Hallo Patrick, guten Morgen. Die Schneeausgabe. Ja, so ein bisschen ist das so, ne? Obwohl, also ich weiß nicht, wie lange liegen bleibt. Ist ja eher so eine Morgenstimmung, zumindest bei uns. Aber auch, also auf Fahrradfahren tue ich nicht mehr ins Büro, das ist mir etwas zu unsicher, dass ich dann, also es sind keine Schneewallen hier oder so, aber ein bisschen rutschig und zwei schmale Reifen muss auch nicht unbedingt sein. Und ich habe es nicht so weit, von daher wird dann eben gelaufen. Ich glaube, ich habe mich gerade an einer Nuss verschluckt, die ich vorhin gegessen habe. So. Wenn du dich gesund ernähren willst, ne? Ja, genau. Dann einmal gesund ernähren, schon geht das Ganze den Bach runter. Aber ob Nüsse jetzt so das ganz Gesunde sind, weiß ich auch nicht, aber... Ja, es ist zumindest besser als, weiß nicht, Gummibärchen, sage ich jetzt einfach mal. Ja gut, das ist wahr. Ja, das ist wohl wahr, ja. Ja, ausgezeichnet, gucken wir mal. Wie gesagt, liegen bleiben tut es nicht, sehe ich genauso, aber ich mag das ja eigentlich ganz gerne. Ich bin ja ein großer Winterfan, insofern. Du bist ein großer Winterfan? Ja, war ich schon immer. Winter fand ich schon immer gut. Ach, meine Lieblingsjahreszeit, mit Herbst. Ach, knallig heiß ist schon, also ist schon okay. Ist, ja, grauenhaft. Absolut grauenhaft. Kann ich überhaupt aber nicht. Ich finde, wenn es trocken ist, geht auch Winter, aber so, ja. Ich hab da kein Problem mit. Ach, das war mal wieder eine interessante Woche, die wir hatten. Freude groß, Rollenspiel zu machen. Macht viel Spaß. Du hattest eine sehr politische Woche. Ich hatte eine rollenspielerische Woche, aber auch eine gesundheitliche Woche. Ich habe jetzt schwarz auf weiß, dass Rollenspiel machen nicht gesund ist. Insofern ist es auch ganz interessant gewesen. Jetzt gucken wir mal, was sich daraus so entwickelt. Und ja, es ist wie immer viel passiert. Wir haben viel OGL-Kram, der hin und her rudert. Aber am Ende gewinnen ja alle. Habe ich gelesen. Ja, genau. Lass dir nicht einreden, dass irgendjemand verloren hätte. Das ist ja. Win-Win-Win für alle. Aber genau. Ich meine, vielleicht kann man in dem Zusammenhang, weil es heute offiziell wird, mal kurz über den Verband sprechen. Es wird sich ein Rollenspiel-Verlagsverband oder Rollenspiel-Verlegerverband, ich war echt, also Reihenfolge, weiß ich jetzt gerade nicht, gründen. Das hängt jetzt nicht mit der OGL direkt zusammen. Wir hatten uns letztes Jahr schon sehr viel zusammengesessen. Es gab ja letztes Jahr auch diese Marktstudie, die wir gemacht haben. Und jetzt hatten wir uns Anfang des Jahres auch nochmal direkt getroffen und hatten generell dann auch überlegt, das Ganze ein bisschen fester zu machen. Es wird wahrscheinlich nochmal so eine dann etwas kleinere Marktstudie geben und aber auch andere Projekte, die wir zusammen angehen wollen. Also wir sind jetzt Ulysses Uhrwerk, Redaktion Fantastik, Manifest und Heinrich Trüfflers und Tüffers, stimmt. Ja, ist der Pilz, ja. Ja, wer weiß. Aber nein, genau. Die sich da zusammengefunden haben, einige Projekte angehen wollen. Und jetzt, warum das heute ist, hängt dann am Ende doch wieder mit der OGL zusammen, weil wir da so ein gemeinsames Statement zu rausgegeben haben. Und Ulysses da auch sehr stark in der Entwicklung von Org mit drin hängt. Also der Initiative, die von Paizo kommt, um zu gucken, dass wir da auch am Ende ein Dokument haben, was auch in Deutschland und nach europäischem Recht funktioniert, weil es ja nochmal, gerade was Urheberrecht und sowas angeht, nochmal einen Tacken anders funktioniert. Da unterstützen wir als Verband in irgendeiner Form, aber in erster Linie ist das Ulysses und wir unterstützen dann da ideell, aber auch wenn es irgendwie notwendig ist. Anders. Genau, ist also ne, grundsätzlich zum Zusammenschluss ist dann gab es ja auch noch den europäischen Verband, wo dann ich glaube Acheron Books drin war, Agathe und der Uhrwerk Verlag. Das ist auch nochmal eine andere
Richtung, die da eingeschlagen wird, die etwas, sagen wir mal, internationaler dann funktioniert. Aber die, die deutschen Verlage sitzen sozusagen alle in dem, also die, die alle genannt haben, sitzen da gerade drin. Da waren auch, da Einladungen gab es auch schon vorher an viele andere Verlage. Insofern. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Es ist auf jeden Fall interessante Zeiten gerade. Es gibt viel zu tun und man muss halt gucken, was das so insgesamt bedeutet dann für die weitere Bearbeitung von OGL-Sachen. Das ist halt das Hauptproblem gerade. Und das bereitet nicht gerade Freude. Da hat Markus Plötz hat da lange Videos zu gemacht und gut erklärt, wie das funktioniert, wo die Problematik ist und so. Es mangelt auch nicht an amerikanischen Experten und Expertinnen gerade, die erzählen, was Sache ist und wie man das ändern müsste und was alles problematisch ist und so. Aber letztendlich können wir nur sagen, wir müssen ja abwarten, was dann letztendlich die Entscheidung ist von Wizards of the Coast. Es lässt sich aber diese ORC-Lizenz lässt sich nicht mehr umkehren. Das hat sich, also da haben die sich ordentlich ins Bein geschossen, sag ich mal. Es war eine sehr, sehr ungeschickte Idee, aber so ist das nun mal, wenn man nach anderen Kriterien, sagen wir mal, auswertet, was wichtig ist. Und wer sich da für interessiert, wie Rollenspielunternehmen, die sehr groß sind, kaputt gehen können, und ich möchte das nicht andeuten, das wird nämlich nicht passieren, aber der kann das Buch von Ben Riggs, Slaying the Dragon, lesen. Da steht sehr viel zum Thema TSR und wie so die Problematik ist. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie so Sachen auch nicht funktionieren können, auch wenn du ein tolles Produkt hast. Das muss man einfach sagen. Da sind sehr viele interessante Zahlen drin. Das Buch ist sehr unterhaltsam geschrieben. Das ist das kannst du wirklich sehr schnell weglesen. Aber es ist richtig gut. Wer das Buch nicht kaufen möchte, kann auch einfach auf dem Podcast von ihm gucken. Der hat nämlich immer wieder mal so kurze Erzählungen oder kurze GenCon-Auftritte gehabt, wo es so darum geht. Ich stelle jetzt einfach mal ein Kapitel aus dem Ding vor und erzähle mal, wo das Problem mit Random House herkommt, was TSR hatte. Und dann erzählt er das. Und das ist wirklich interessant und lohnt sich. Plus, es gibt auch noch ganz viele Interviews dann anschließend, die er mit den ganzen Leuten geführt hat. Das ist wirklich gut. Lohnt sich. Das Buch heißt Slaying the Dragon von Ben Riggs. Riggs, R-I-G-G-S. Ich habe das leider, ich habe es hier gerade nicht rumliegen, es liegt in dem Stapel, also es steht in dem Regal gelesene Bücher, weil ich das nämlich Ende letzten Jahres oder Mitte letzten Jahres gelesen habe. Und dann steht das an der Stelle. Und ich glaube, dahinter kommt 99 Fragen an Marcel Reich-Ranitzky oder so. Ich glaube, das war das Buch, was ich danach gelesen habe. Ja, ist gut, dass du das so dass du da so ganz klar hast, ja, was da so läuft. Aber ich kann dir genau sagen, was ist. Also ja, ich meine, das ist ja das Wichtige. Und dass dahinter das Reich-Ranitzky kommt, Buch weißt du ja auch. Das ist ja auch dann schon sehr krass, ja. Ja, ich meine, ich könnte es auch holen, ich habe es hier auch nebenan stehen. Aber also lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Also ist wirklich gut. Gibt es auch als Hörbuch, glaube ich. Und wer sozusagen das auf der Fahrt hören möchte oder so. Das ist wirklich gut. Also es ist sehr kurzweilig. Interessante Fakten. Untermauert mit Zahlen eben. Das ist gut. Es gibt auch ein anderes Buch, das war auch nicht schlecht. Das war von Michael Whitwer. Das war Empire of Imagination, das glaube ich. Wo es auch so ein bisschen um diese TSR Gary Gygax Geschichte ging, das war auch interessant, aber bei weitem nicht so ins Detail mit den Zahlen. Also das Faszinierende dabei ist ja, dass die Firma TSR damals eine ganze Menge an Settings hatte. Du hast dann die Vergessenen Reiche, du hast Greyhawk, du hast Ravenloft, du hast Dragonlance. Du hast Planescape relativ weit am Ende und so weiter und so weiter. Und die Idee war eben, dass alle Leute dann irgendwie hier diese Settings dann haben und dann jeder nimmt so seine Geschmacksrichtung und sowas. Und dass diese Strategie hat nicht funktioniert. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also es ist, wie gesagt, ein gutes Beispiel, wie Rollenspielverlage irgendwie nicht funktionieren. Genauso wie hier Robert Salvatore wurde dann gesagt, wir brauchen mehr Drissbücher, kannst du 6 Bücher schreiben im Jahr? Dann sagt er, nein, ist unmöglich, ich kann nicht 6 Bücher schreiben, es geht nicht. Ja, aber du musst 6 Bücher schreiben. Ja, ich kann es aber nicht.
Ja, dann suchen wir jemand anders, der schreibt. Du hast ja keine Rechte, Andres. Das ist ja unser Charakter. Ja, dann schreibe ich halt gar nichts mehr. Und so wird dann mit den Leuten umgegangen, die Geld in die Kasse gespielt haben. Eher mittelgut. Okay, ja. Eher mittelgut. Ich würde ich würde halt sagen, dass die Open Game License auch geholfen hat, über die harten Zeiten zu kommen, wenn der Ausstoß nicht ganz so gut war vom Original Creator, wie es so schön heißt heutzutage. Das ist ein sehr gutes, sehr, eine sehr gute Institution gewesen, diese Lizenz. Und es ist äußerst bedauerlich, dass sie verschwunden ist, beziehungsweise deautorisiert wurde. Aber gut. Ja, noch nicht. Gedöns. Aber du möchtest ja jetzt auch nicht mehr. Ich meine, ehrlich gesagt, ne, wir haben jetzt D&D-Bücher liegen, weil Brancalonia kommt. Das heißt, ich glaube, das ist nicht das einzige Fremdprodukt, was wir jemals im Shop hatten. Aber es ist schon so, wir hätten es jetzt, keine Ahnung, wie es jetzt da weitergeht, aber dann hätten wir es da auch mitverkauft. Ne? Also, wenn wir sehen, Lösung gibt es dafür immer. Ich kann nur, also jetzt mal, wir sind ja hier unter uns, ja, so im Vertrauen, kann ich schon mal sagen, also so wie Swords and Wizardry jetzt ist, wird es das nie wieder geben, ja. Und wenn die Auflage weg ist, ist die weg. Ich kann nur jedem empfehlen, ne, nicht zu lange zu warten. Das ist das letzte Mal, dass es in dieser Form erscheint. Das wird, weil, soweit ich weiß, hat sich Matt Finch nicht an diesem Org-Ding beteiligt bisher. Er hat, Günther hatte mir ein Interview geschickt, wo er dann auch guckt, er wartet halt ab, klar, muss er ja auch, es gibt ja noch nichts Offizielles am Ende, aber ich sag mal, in dieser Form erscheint das nicht mehr. Das war das, das war wahrscheinlich das letzte Produkt, mit dem wir dann den Deckel drauf gemacht haben, zum Thema OSR in dieser Form. Das war's. Da tut mir wahnsinnig leid für alle Leute, die an weiteren OSR-Sachen arbeiten. Das ist wirklich bedauerlich, weil ich weiß, wie viel Arbeit in dem Ding drin steckt. Ja gut, aber ich würde müssen wir jetzt natürlich auch nochmal, ich meine, unser Vorteil in Anführungsstrichen, oder vielleicht auch nicht, ist ja, dass wir das eigentlich nicht selber entscheiden, wie was sozusagen unter welcher Lizenz und so, ja, sondern wir kriegen die amerikanischen Vorlagen und arbeiten die ab. Das klingt jetzt auch sehr passiv. Dafür, dass wir die komplett überarbeiten, aber wir sind eben nur Lizenznehmer. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, okay, wir überarbeiten jetzt unser eigenes System, um, was weiß ich, nicht mehr OGL hinten reinpacken zu müssen. Korrekt. Ja. Wir sind sozusagen in der Wertschöpfungskette einen Schritt hinter hinter Goodman Games beispielsweise. Ne? Ja. Je nachdem, was die entscheiden, setzen wir dann um. Gibt keinen Grund zur Panik. Wird sich alles klären lassen. Aber die Chance, dass wir, sagen wir mal, jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein gutes D&D-5-Abenteuer finden würde, würde ich es nicht lizenzieren gerade. Sagen wir es mal so, ja, das ergibt halt keinen Sinn. Ja, aber ich meine, man muss ja sagen, da hat sich schon ein bisschen auch was bewegt, was mit der Community zusammenhängt, ne? Also diese Entwicklung und dieses Zurückrudern und jetzt Creative Commons ins Spiel bringen und ähnliches, auch das ist alles nicht, ne, mit Vorsicht zu genießen, aber es sind ja schon sozusagen Schritte, die auf Druck der Community kommen. Und ich glaube, das will ich hier einfach auch mal, man wird jetzt hier nicht der größte Teil sein, der jetzt seine, da den riesen Einfluss auf Wizard hatte, aber so generell aus der Community war das, glaube ich, schon auch ein deutliches Zeichen. Und es zeigt, ist so mein Gefühl, in so einem großen Konzern gibt es eben verschiedene Strömungen. Es gibt die Leute, die wissen, wie Rollenspiele und wie die Community funktioniert, und es gibt die Chefetage, so die Spiele produzieren das anders gewohnt sind. Und ich glaube, da hat man sich verkalkuliert, wie die Rollenspiel-Community am Ende funktioniert. Ich würde gerne mehrere Aspekte reingehen. Bei dem einen, man muss halt sehen, es ist exakt das Drist-Beispiel. Es ist exakt dasselbe. Du hast eine erfolgreiche Reihe mit 3 Büchern. Und dann sagen die, mach mehr. Das ist halt der Ansatz. Der Ansatz ist, mach mehr. Mhm. Und
Das geht nicht. Anstatt zufrieden zu sein, dass D&D mehr erwirtschaftet als jemals zuvor, ja, ist der Ansatz, nee, das reicht nicht. Es muss halt, es ist, sorry, ja. es ist Wall Street aus dem Jahr 1980. Gier ist gut. Es ist, ne, das ist ein Triebfaktor. Das ist, ich kann es verstehen, dass man sagt, oh krass, was da noch an Potenzial ist. Es ist schwierig. Ich höre übrigens mich im Hintergrund irgendwie ab und an mal selbst, Patrick. Ich weiß nicht, ob das im Chat auch ankommt, aber ich wollte es kurz einmal erzählt haben. Nicht, dass wir irgendwie Probleme bei der Aufnahme nachher haben. Okay, ich versuche mal, dich irgendwie leiser zu machen. Wir gucken mal. Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt reinbringen. Jetzt muss ich aber kurz nachdenken, was es war. Das, da würde ich gerne mal was zur Debatte stellen an der Stelle, beziehungsweise es ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Weil es gibt ja zwei Arten, wie du deinen Unmut kundtun kannst mit Dingen. Aber glaubst du, dass Abo-Modelle, wo beständige Zahlungsströme irgendwie funktionieren, dass die auch eine Form von Ermächtigung sind für die Kundschaft? Weil die dann sagen kann, nein, ich bin jetzt hier raus, und dann merken, das ist halt das Einzige, was Unternehmen ja wirklich merken, wenn Leute sagen, nee, ich kaufe das Produkt einfach nicht mehr, Ende. Und zwar sofort, nicht erst in 3 Jahren irgendwann mal kein Produkt mehr oder so. Das interessiert ja keinen. Also der Vorteil ist natürlich, du hast dann sofort ein Feedback. Ne? Also, weil ich sag mal, selbst zu sagen, ich kaufe ab jetzt nichts mehr davon, gibt ja auch noch, dann hast du beim nächsten Buch hast du da einen Umsatz, ein Buch, aber dann ist es eigentlich schon zu spät. Ja, genau, es reicht ja nicht. Also, genau. Das von daher ist das natürlich schon irgendwie was, aber es muss natürlich auch zum Modell passen. Ne? Also einfach. Bei uns gibt es ja auch immer wieder Leute, die sagen, die hätten gerne ein System mit das Abo. Aber das wird ja auch anders funktionieren. Da gibt es ja kein monatliches, sondern sozusagen. Aber wenn wir einen Streaming-Dienst hätten, zum Beispiel. Also, ne, wenn wir hier den Morning Matter Streaming-Dienst hätten und wir Aber da brauchst du, das musst du ja nicht an Geld festmachen. Wenn wir hier immer so langweilig vor uns drin quatschen würden oder wir uns beim Schlafen, weil 11 Uhr noch so früh ist und wir machen lieber einen Schlafstream, wo man sieht, wie wir schlafen. Ich sehe da Potenzial eigentlich. Und die Leute dann sagen, ach nee, das ist mir doch zu langweilig, und darum schalten Leute ab, hast du ja auch ein Feedback. Also du hast das natürlich auch nochmal auf anderen Wegen. Ja. Insgesamt interessant. Wir gucken weiter, was passiert. Es dauert jetzt irgendwie bis Februar. Problem ist halt diese Wartezeit. Ich hasse es zu warten. Warten geht mir wahnsinnig auf den Geist. Ist halt eine Form von von unnützer Zeit. Man konzentriert sich jetzt gerade auf andere Sachen, die halt gemacht werden müssen, aber es ist halt schon sehr lästig, weil gewisse Dinge natürlich erledigt werden wollten. Ne? Man kann natürlich Dinge so ein bisschen hin und her shiften und Entscheidungen aufschieben, aber trotzdem stehen ja dann, also es beruhigt einen ja nicht gerade. Ja, ich halte das mit Roland, Schlaf ist generell untermonetarisiert, ja. Das sehe ich genauso, ja. Sleeping matters. Ja. Das wär auch sehr interessant, ja. Ach ja, gucken wir mal, was sich so entwickelt an der Stelle. Aber ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, bitte weniger Krisen. So, bitte. Ich muss das nicht mehr haben. Nachdem ich jetzt den Bluthochdruck diagnostiziert bekommen habe, muss ich nicht weitermachen an der Stelle. Bitte nicht. Ja. Das ist nicht schön. Ja. Naja, gucken wir mal, was sich so entwickelt. Okay. Ich hab noch weitere Sachen auf meinem Zettel. Wir haben uns gestern Abend, saßen wir zusammen. Also nicht wir beide, sondern ja, ich war bei Matthias und auch andere Leute da, und wir haben uns über Videospiele unterhalten, und wir haben uns über Elden Ring unterhalten. Ich habe nicht gestern Elden Ring nochmal neu angefangen. Ich habe auf der PlayStation diesmal habe ich angefangen. Wollte das eigentlich mal jetzt angehen, ne, so damit ich da nochmal reinkomme. So. Um den Bluthochdruck zu senken. Um den Bluthochdruck, genau, korrekt. Genau, um ein bisschen ruhiger. Ein bisschen gefrustetes Spiel und so, genau. Ein bisschen ruhiger sein, ja. Und wir kamen halt da drin überein, es ist halt auch unnötig schwer zum Teil. Also die haben, Matthias und Johannes haben es beides durchgespielt, die haben
die haben deutlich mehr Erfahrung als ich. Ich habe das ja nicht durchgespielt. Also ich bin ja irgendwie, weiß ich, bis in die Bibliothek gekommen und dann hängen geblieben. Und an der Stelle kann man so überein, okay, was sollte man denn machen? Wie baue ich das und so? Und dann kamen wir eigentlich darauf, ja, eigentlich sollte man erstmal Dark Souls spielen. Das ist eigentlich das, die Perle in der gesamten Reihe. Die anderen Spiele sind alle gut, aber das ist halt die Perle, das ist das Aushängeschild. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin halt bei diesem Gargoyle hängen geblieben. Ja, dann guck doch mal, musst du so ein bisschen weitermachen und musst dann sich so ein bisschen durchbeißen, aber es gibt ja dann Möglichkeiten, das zu machen und so. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde das jetzt angehen. Das ist jetzt mein Hobby. Ich versuche das jetzt durchzukriegen. Und zwar eigentlich am liebsten, bevor der neue Zelda-Teil rauskommt. Zelda muss ich auch noch abschließen. Da kann ich abschließen. Da habe ich alle Titanen, habe ich alle irgendwie gelöst. Ich kann sozusagen das Ende einleiten. Ich hätte wahnsinnig gerne noch das grüne Heldengewand, also das ganz klassische Link-Gewand und das Hyrule-Shield. Das hätte ich gerne noch. Weiß aber nicht, wo es ist. Also da rätsel ich dann halt gerade noch so ein bisschen. Und da ist die Frage, wie viel Guide ich so benutzen soll. Mhm. Aber mein Ziel ist jetzt erstmal diese Dark Souls-Sachen, also den ersten Teil abzuschließen. Das halte ich für machbar. Das geht. Das kriege ich hin. Du willst jetzt Dark Souls abschließen, nicht Elden Ring. Nein, Elden Ring mache ich dann danach. Das mache ich danach. Ich schließe jetzt erst Dark Souls ab, weil das halte ich für machbar. Das wird man hinkriegen. Man muss sich da reinbringen. Das Problem ist, ich habe Elden Ring das letzte Mal im Sommer letzten Jahres gespielt und ich habe mein gesamtes Muskelgedächtnis ist weg. Ich konnte das dann ganz gut mit Blocken habe ich immer noch nicht gut hingekriegt. So mit aktiv Blocken, wo der dann diesen Schildschlag macht und so, ne? Das habe ich, das klappte dann so in 50% aller Fälle. Wobei mir da auch gestern gesagt wurde, ja, gibt es so einen Gegenstand für. Dann ist die Zeit, in der du diesen Block machen kannst, irgendwie dreimal so hoch. Und dann ist das auch deutlich einfacher. Mhm. Ja, aber das musst du halt erstmal wissen. Ich habe ja keine Ahnung. Das ist so das Problem. Aber ich schau mal, was da geht. Nee, wird schon gefordert, dass du das streamen sollst. Nein, keine Chance. Leute, das macht keinen Spaß. Ich sag's euch, das ist mega langweilig, weil ich bin nicht gut da drin, ja, und das macht keinen Spaß. Und ich ärgere mich auch nicht, wenn irgendwie zu viele Algen kommen oder so. Oder was auch immer. Also das passiert halt auch nicht. Ich bin da nicht unterhaltsam. Ich spiele das einfach, dann bin ich einfach nur gefrustet. Und das macht keinen Spaß, dazu zu gucken. Das ist also nicht so wie unsere Dwarf Fortress-Runde, die sehr unterhaltsam ist. So ist es nicht. Ich glaube, das ist aber auch nochmal was anderes, weil du da, zumindest bei Dwarf Fortress, konnten wir bisher noch immer ganz gut auch zu zweit oder dritt dann quatschen. Ne? Also letztes Mal bin ich ja dann erst später dazu gekommen, ob ich es morgen, wird genauso sein, fragen, ob das klappt oder nicht. Nee, morgen klappt es nicht. Aber morgen machen wir, also wenn du morgen Abend Zeit hast, können wir morgen Abend was anderes spielen. Henry, wieso ist doch morgen hat Frank hat morgen kein morgen ist der 30. Frank kann er nicht. Am 30. glaube ich, aber wirklich? Ich dachte, morgen ist er nicht beim Wrestling. Ich weiß nicht, das Problem ist, der Frank muss ein bisschen leise sein. Der Frank schläft noch. Der ist beim Morning Matters nicht aktiv. Aber schöne Grüße an ihn. Grüße gehen raus. Ich sag mal so, dass ich letzte Woche eine sehr politische Woche hatte, hing damit zusammen, dass wir hier Dinge, also Mobilitätskonzept für die Stadt beschließen mussten, was so umgedreht worden ist, dass wir jetzt kurz davor sind, dass wir überlegen müssen, ob überhaupt noch ein Klimakonzept für diese Stadt vernünftig funktioniert oder nicht. Und da eigentlich hätte ich morgen Abend keine politischen Termine, aber jetzt kann sein, dass wir da noch irgendwas machen, das weiß ich noch nicht. Das ist natürlich also bedauerlich. Na gut, ich kann eigentlich morgen Abend Handball, obwohl es ist eigentlich kein wichtiges Spiel mehr. Gerade Handball-Weltmeisterschaft, falls du das. Ich hätte jetzt, also ich muss leider, wenn ich jetzt mal ganz hart sein soll, ist in meiner Welt jedes Handballspiel nicht wichtig. Insofern kann ich da leider nicht mitmachen. Ja, ich habe bisher Handball auch nur sehr wenig verfolgt, aber der Freundeskreis guckt das viel und dann habe ich mir das auch mal angetan. Also angetan klingt falsch, aber. So Leute, hier, ne? Ja. Daniel erinnert sich an Sachen. Klar, morgen wird beim Familien-Nerd World Wide Wrestling gespielt. Und er ist als, mit dem 30. als oder? Clown dabei. Also nicht als Clown im Sinne von einem Zirkusclown, sondern er spielt das Playbook. Ja. Das ist schon ziemlich gut. Okay, na gut. Nein, kann man noch jetzt lese ich ja gerade, dass es doch am 30. ist. Ja.
Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich hätte schwören können, dass er gesagt hat am Montag. Nee, er hat irgendwie 30. kann er nicht. Ja. Okay, ich gebe es auf. Ich hab das so im Hinterkopf, dass irgendwie am Montag irgendwie nichts war an der Stelle. Vielleicht vertue ich mich auch gerade mit einem anderen Termin, wo irgendwas war. Wir werden das nachprüfen und dann könnt ihr auf den Social Media Kanälen rausfinden, ob ihr morgen bei uns oder Familiennerd oder sowieso Familien. Guckt einfach, genau. Ja. Patricks Devise für dieses Jahr, guckt einfach. Ja, einfach einschalten. Twitch abends einschalten ist immer irgendwas. Irgendwas ist immer, ja. Das ist korrekt, ja. Es sind so viele Sachen, da müssen wir auch noch dran arbeiten, dass wir die besser darauf hinweisen, wenn irgendwie Sachen stattfinden, wo Sachen gespielt werden von uns. Das ist ja eigentlich eine ganz coole Sache. Ja. Danach ist das häufig auch noch bei YouTube, aber da hängen wir ja eh noch an der Homepage. Ja. Ich weiß, wir kriegen immer wieder Hinweise auf die Homepage und da ist ein Fehler und hier und ja und eigentlich, ja. Die Homepage ist eine große Baustelle. Tut uns auch sehr leid, aber selbst wenn wir das jetzt 24 Stunden am Tag sozusagen machen, also gedanklich mache ich das 24 Stunden am Tag, ich träume sogar manchmal von dem Scheiß, ja. Was wirklich befremdlich ist, aber es ist so viel, was man machen muss. Da muss man eins nach dem anderen abarbeiten und dann wir haben am Freitag haben wir uns noch mit Lutz unterhalten zum Thema Webseite und vielleicht hat er da Bock drauf, sich da noch ein bisschen mit einzuarbeiten, was natürlich nicht schlecht ist. Ja. Mir gibt es gerade den Vorschlag im Discord, eine Ankündigung, also wo Leute irgendwie ihre Streams ankündigen können. Ich glaube, wir haben so einen Videobereich, wo Leute Videos posten können, aber vielleicht ist das für Ankündigungen auch nochmal was. Kann man mal mitnehmen. Wobei ich bin nicht so häufig auf dem Discord. Musst du mitnehmen. Ja, das Problem ist, ich hab halt technisch keine Ahnung davon. Aber Frank hat ja auch so Dings uns eigentlich so Events eingeführt im Discord. Wusste ich gar nicht, was das ist. Ja, Discord ist für uns Neuland. Jetzt ist alles Neuland. Ich bin, das Problem ist, ich bin halt in diesem technischen Bereich nicht so drin. Ich kann halt Inhalte machen. Das kriege ich gut hin. Aber das stimmt nicht ganz. Ich bin teilweise auch in dem technischen Bereich drin, weil jetzt kann ich überleiten. Zu einem Bereich, wollte ich letzte Woche schon angekündigt haben, aber da habe ich aufgrund einer technischen Fehlleistung meinerseits, habe ich das Impressum gelöscht von dem Blog. Ach so. Und dann konnte ich den nicht verbreiten. Aber jetzt kann ich das und dann kann ich kurz was zum ersten Beitrag machen. Du kannst ja, vielleicht kannst du die URL kurz machen, dann zeige ich mal, was ich mir geholt habe. Und zwar habe ich im letzten Jahr einen Artikel gelesen von S. John Ross. S. John Ross ist der Autor und Designer von Risus. Vielleicht kennt der ein oder andere den. Und das ist ein sehr kluger Mensch, der sehr viele sehr kluge Dinge zum Thema Abenteuer geschrieben hat und Rollenspiel und andere schlaue Dinge schreibt. Und der hatte einen Artikel geschrieben aus dem Jahr 2020. Und ich habe den durch Zufall auf seinem Blog diesen Artikel gefunden. Und zwar ging es darum, dass er eine Möglichkeit suchte, im Grunde mit seinem Handy Artikel zu schreiben. Und wir wissen alle, also ich bin jemand, ich hasse es, auf dem Telefon längere Texte zu tippen, aber er hatte halt die geniale Idee, auf die ich noch nie gekommen bin. Er hat einfach eine Bluetooth-Tastatur angeschlossen an sein Handy. Ich hab hier eine klappbare Tastatur in der Hand, ja. Das Ding ist irgendwie 9 cm breit und 4 cm hoch. Also sieht aus wie so ein Notizbuch, so ein A6-Notizbuch. Das kannst du ausklappen, ja, und dann hast du hier eine Tastatur, die funktioniert mit Bluetooth und das funktioniert exzellent. Du kannst dein Handy benutzen und anschließend kannst du dann Artikel damit schreiben oder Blogposts oder E-Mails beantworten, wenn du im Zug bist. Du hast halt nicht dieses Problem, dass du immer einen Laptop mitnehmen musst, gerade wenn du irgendwie so kurz unterwegs bist oder sowas, sondern du kannst mithilfe dieser relativ günstigen, ich glaube so 35 Euro oder so, das hat die gekostet. Ich habe jetzt nicht, hochpreisig geht es natürlich immer noch weiter. Ich bin damit zufrieden, das ist okay. Manche Tasten sind ein bisschen anders. Ich habe einen Screenshot davon gemacht, wie das Ding aussieht. Aber
es ist wirklich beeindruckend. Das Ding funktioniert auch mit der Konsole. Also ich kann auch mit der PlayStation jetzt bei YouTube tippen und so, was auch ganz geil ist. Insofern ist das eine der besten Anschaffungen, die ich getätigt habe. Ich hatte mich da letztes Jahr schon mit Andreas drüber unterhalten und der hatte sich auch so ein Ding dann geholt, weil der auch das für sein Tablet brauchte. Und ich bin echt sehr angetan. Also es ist eine tolle Sache und funktioniert richtig gut. Ich habe gesehen, du hast gleich zwei Einträge dazu gemacht. Ich habe einmal... Da wolltest du eigentlich hin. Bitte? Du wolltest ja eigentlich zu dem Blog. Ach so, ja. Wir wollten eigentlich nur die URL gepostet haben. Ach so. Da kann man dann den Artikel einfach nachlesen. Da kann man auch den Originalartikel einmal nachlesen von Astron Ross, was sich auf jeden Fall lohnt, weil das eine gute... Ihr habt aber hier noch einen Fehler drin. Und dann passt das. Patrick hat gerade noch einen Fehler gefunden, dann... ich muss nur einen anderen... Also, ja. Passt der irgendwas an und dann funktioniert das gleich. Das ist www.irgendwas-mit-dungeons-heißt-das.de und ich glaube, das wird alles zusammengeschrieben oder mit Bindestrich. Oder wir haben beides, das weiß ich nicht mehr. Aber das ist der Teil. Und da bin ich übrigens auch an dem Punkt auch so ein kritisches Ding. Ich habe ja, also am liebsten würde ich ja Facebook zum Beispiel gar nicht mehr benutzen. Ich finde, das ist ein Bereich, wo ich mich selber nicht mehr wohlfühle. Wo ich ja selber auch sehr selten nur noch benutze. Das Einzige, was ich mache, ist halt gute Cartoons posten. Da fällt mir übrigens noch was ein. Sorry, muss ich auch nochmal aufschreiben. Gleich nochmal, hier, Patrick hat schon Angst, wir haben nicht genug Themen. Ich muss mal ganz kurz hier, Cartoons, der Chat mag mich bitte dran erinnern, wenn ich das vergesse. Das ist eine Unsitte, die ich gesehen habe im Internet. Das ist ja wirklich katastrophal. Und ich fühle mich halt bei Facebook nicht wohl, weil... Das funktioniert auch nicht. Ich finde das wahnsinnig nervig und ich achte auch ganz wenig auf die Nachrichten, die da kommen. Muss aber trotzdem ab und an da rein, weil ich irgendwas bei System Matters posten muss oder so. Und das ist einfach nur ärgerlich. Jetzt habe ich beim Blog überlegt, sollte ich da überhaupt Kommentare irgendwie zulassen? Also sollte ich dieses Feature überhaupt da einbinden? Oder sollte ich einfach sagen, ist weg, brauche ich gar nicht? Weil der Punkt ist, es mangelt nicht an Kanälen, wo Leute uns erreichen können. Im Gegenteil. Auch eine große Frage, die ich mir stelle, wie viele Kanäle brauchen wir überhaupt? Müsste man nicht Kanäle abschalten, damit man irgendwie überhaupt dem Ganzen Herr wird? Weil wir bekommen natürlich auch bei Discord sehr viele Nachrichten dann immer in den einzelnen Spielereien. Und ich finde es ganz gut, da sind schon ganz viele Nutzer, die dann immer sagen, hey, schick dir doch bitte ein Support-Formular, das geht hier unter. Das ist sehr gut, ich kann das nur begrüßen, weil genau so muss das gemacht werden. Sonst, also, wenn ich da nicht, ich sollte das jetzt nicht sagen, ne? Wenn ich da nicht mit einem @Daniel dran bin, lese ich das nicht. Bitte schreib mich nicht überall rein. Aber selbst dann muss man sich ja bewusst machen, dass das nicht die Stelle ist, wo man Dinge Correct. Abarbeitet. Du genau. gehst da rein, um zu gucken, so einen ja. Überblick zu kriegen, was geht gerade und so. Und ich bin selten im Discord. Ich versuche das dann so ein bisschen da abzufangen. Aber es ist eben so, dann liest man das und hat aber irgendwie schon wieder die nächste Geschichte. Wenn ich die Support-Tickets abarbeite, dann kann ich die nach und nach durchgehen und zwei E-Mails abarbeiten. Ja. Aber das macht man nicht auf 10 Plattformen. Ja, genau, völlig, völlig korrekt. Das ist hier genau wie hier Couch-Session-RPG schreibt. Das nicht. Ne, wahrscheinlich muss man eine ganze Person dafür abstellen, die nur sowas macht. Exakt. Es gibt nicht umsonst gibt es Leute, die das hauptberuflich machen. Ja, Kundenbetreuung quasi. Ne? Ja. Ein Job, den ich nicht machen wollen würde. Aber das ist halt notwendig, weil die Communities halt so groß sind. Du hast dann so Community-Manager, die müssen das machen, ne? Die andere Sache, die ich, mit der ich mich dann, wo ich dann immer so Gedankenspiele habe, wie muss man den Discord organisieren? Da hatten wir mal mit Sarah, Günther und Dennis hatten wir mal so eine Sitzung, ne? Mit was für Regeln stellt man dann auf? Wer darf hier moderieren? Haben wir eigentlich genug Moderatoren? Solche Sachen, das sind ja alles Sachen, die sind ja wichtig, weil die Community dann halt so groß ist. Und man muss ja irgendwie gucken, dass man das so, sagen wir mal, einhegt. Ja, also gewisse Sachen müssen ja halt geklärt sein. Und ich bin ja ganz froh, die ist ja sehr, sehr zivilisiert, unsere Community. Insofern gibt es ja keine großen Hämmer, die geschwungen werden müssen, was ja sehr erfreulich ist. Wenn ich mir das bei Twitter angucke, denke ich mir häufig, ei, ei, ei.
Das ist eher nicht so der Knaller. Aber ja, ich komme nochmal zurück zu dem Bloggedöns und dem Kommentarding. Ich habe die Kommentare da jetzt ausgestellt bisher. Vielleicht mache ich das nochmal an, wenn ich da Interesse dran habe. Bin aber nicht sicher, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ich habe aber dann einen Twitter-Account eingerichtet für das Ding. Und ich habe übrigens, der erste Follower von mir ist übrigens Harley Straw. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Ist der erste Typ, der mir folgt. Freut mich. Wahrscheinlich drückt er aber immer auf Folgen, egal wer ihm anschreibt. Aber trotzdem, fand ich trotzdem ganz geil. Er wird das ja hier nirgendwo verlinkt. Nein, natürlich nicht. Den habe ich ja auch erst. Ich muss ja erstmal üben, wie das funktioniert. Ich habe das ja noch nie benutzt. Ich benutze es noch nie. Ja, Patrick, ich bin ja nicht so drin. Ich hab ja überlegt, ob ich... Ja, aber nicht mal der Verlagsaccount folgt dir dann offensichtlich. Nee, aber ich glaube, ich folge dem Verlagsaccount. Ja. Ja. Aber die Sache ist einfach, dass der Ansatz... Ich überlege dann eher so, sollte man nicht ein Forum aufmachen? So wirklich richtig retro dann. Also so ein oder so eine Yahoo-Mailing-Liste. Wobei, das war grau. Das fand ich schon immer grau. Ja, nee, das ist grässlich. Das ist, also, das ist halt total unnütz. Aber so ein irgendwie in so eine Richtung zu gehen oder sowas. Also dass man dann diesen Retro-Aspekt dann auch reinbringt. Weil die meisten, ach, ich weiß gar nicht, ich will mich ja auch nicht um Kopf und Kragen reden bei so Sachen, aber mir tut das mit, also ich habe angefangen mit diesem Blog-Ding, weil ich irgendwas schreiben wollte. Und ich schreibe ja nichts mehr. Ich lamentiere ja häufiger darüber, dass ich nichts mehr schreibe. Und wenn ich lange Sachen machen muss, also beispielsweise den Artikel für den Trichter zum Thema Schleime, dann dauert das sehr lange, bis ich fertig bin. Wenn ich das Fuchsabenteuer für Beyond the Wall schreiben möchte, brauche ich ewig, um das zu schreiben. Also habe ich gesagt, das macht keinen Sinn. Sarah, bitte, wenn du jemand anderen hast, ist besser. Ich schaffe das nicht. Das ist illusorisch. Der Mausritter-Schauplatz, den kriege ich, glaube ich, noch hin, weil er nicht ganz so viel Text hat. Der muss viel Gedankenarbeit haben und viel Konzeption, aber da habe ich schon Notizen für. Aber wie gesagt, so kleine, weiß nicht, so eine maximal 300 Worte oder 200 Worte Artikel, das geht dann noch so. Und manchmal habe ich auch Sachen, die sich irgendwie aus der Cone-Serie ergeben oder sowas, und die kann ich dann da einmal kurz festhalten, damit ich das irgendwie einmal abgearbeitet habe und einmal aus dem Kopf raus habe. Und die Sache ist, es gibt ja nicht ganz so viele Dinge, die ich dann gleichzeitig noch so machen kann. Und ich glaube, so ein Blog kriege ich da noch hin, aber wenn ich dann noch irgendwie die Kommentare noch irgendwie alle bearbeiten muss und so, und ne, dann bei diesem Twitter-Account muss ich auch noch gucken, wie ich dann alle Artikel immer automatisch auf das Twitter-Ding kriege, damit das irgendwie bekannt ist. Und vielleicht kann man dann darüber irgendwie so eine, wenn man da eine Diskussion möchte, sich irgendwie mit besprechen. Aber auf der anderen Seite, ich schaffe das eh nicht, das zu beantworten. Insofern, es ist kompliziert. Es ist so eine... Es ist so eine Hassliebe mit Interaktion, muss ich sagen. Weil das ist auf der einen Seite ist natürlich cool, wenn Leute irgendwie darüber reden. Ja, ich meine, was man, glaube ich, du hast ja da auch Dinge drin, wo Leute vielleicht auch wirklich Ergänzungen zu geben können, ne? Also keine Ahnung, Klosteralltag, weiß ich ja. Aber was weiß ich, ja, kann ja auch sein, dass irgendjemand einen interessanten Fakt aus irgendeinem Kloster kennt, wo es irgendwie was ganz Besonderes gab, wo man dann beim Lesen denkt, ach, das ist ja eine coole Zusatzinfo. Ja. So, und da ist es natürlich, vielleicht muss man es auch einfach ausprobieren und deutlich machen, irgendwie vielleicht so mit so einem Dings für Support und System Matters Gedöns und so, geht dahin. So. Ich weiß es noch nicht. Also mal gucken. Erstmal gucke ich erstmal, wie das so weitergeht. Ich habe den schon länger geschrieben, aber nicht veröffentlicht, und hat auch irgendwie zweimal da so ein Neudesign bekommen an der Stelle. Aber ich insgesamt ist ein Hobbyprojekt. Das ist wie bei hier Hayao Miyazaki mit siehst du ihn irgendwie bei der Arbeit und dann malt er dann so ein Manga. Und dann fragt ihn der Interviewer, fragt ihn, sind Sie schon bei der Arbeit? Ich sage, nee, das ist Hobby. Die Arbeit ist gleich im Büro sozusagen, wenn ich den Film weitermache. Das ist Hobby. So in die Richtung geht das. Das ist auch Hobby. Also das ist einfach nur, weil ich
Weil ich eigentlich gerne, genauso wie ich gerne Fanzines lese, gute Blogs lese. Aber da ich, sagen wir mal, den DSA-Kosmos nicht für mich entdecken kann und die meisten, also sagen wir mal, sehr viele Inhalte zu DSA erscheinen, bringt mir das nicht so viel. Da gibt's ehrenwerte Ausnahmen, keine Frage. Unter anderem der Christian hier, der Rorschach-Hamster, der kontinuierlich interessantes Osco-Material irgendwie raushaut und so. Und weiß ich, bei Moritz sieht man auch ab und an gute Rezis oder irgendwie sowas, die interessant sind. Ich fängst gerade an, dich in eine problematische Lage zu bringen, das weißt du, ne? Ich bringe mich in eine problematische Lage, warum? Weil ich Leute am Ende irgendjemanden vergisst. Ich irgendjemanden vergesse. Aber Grüße gehen raus an alle. Ich grüße alle, ja. Und dieser andere Typ, der ist auch gut. Und dann gibt es noch die eine Bloggerin, die schreibt immer so. Und dann, ja. Sehr gut. Es ist einfach so, es gibt halt so ein Spektrum an Sachen, die ich gerne lese und davon lese ich nicht genug. Das ist ein bisschen bedauerlich. Aber das heißt auch nicht, dass die Sachen, die ich schreibe, irgendwie brauchbar sind. Das kommt, also es ist halt darum. Ich muss dann gar nicht auch viel diskutieren, was dann da noch fehlt oder so, oder was ich vergessen habe oder sowas. Weil ich kann das eh nicht nacharbeiten, weil ich dann schon was anderes machen muss meistens. Aber trotzdem interessante Sachen. Ist ein Hobby. Wenn das Hobby irgendwie keinen Sinn ergibt, schmeiße ich es raus. Es ist, ich gucke einfach mal. Das ist ein bisschen wie Dark Souls spielen. Ich hab früher ja sehr viel auch gebloggt. Irgendwie in den 2000er Jahren hatte ich also jetzt auch keinen großen Blog, ne, aber irgendwie täglich irgendwie, irgendwas war immer da drauf, weil ich mir das auch als Ziel gesetzt habe. Und ich habe gemerkt jetzt, wie gut es tut, so kreativ sich daran zu setzen und Dinge runterzuschreiben und Artikel zu formulieren. Ich meine, bei mir sind es dann eher eben kommunalpolitische Geschichten, aber das habe ich für mich für dieses Jahr auch mit als einen der Vorsätze, wäre jetzt übertrieben, weil der Begriff so aufgeladen ist, aber wo ich gedacht habe, da würde ich gerne wieder mehr Zeit drin investieren. Genau wie in so ein Fotografieren, aber das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Ich sehe gerade, dass hier ne, Sarah traurig ist, dass ich ihren Blog nicht erwähnt habe zum Beispiel. Du hast natürlich völlig recht, Patrick. Ich habe Scheiße gebaut. Ich hätte das. Nee, ich glaube, dass Sniff war, okay, als du gesagt hast, dass du das Abenteuer nicht mehr schreibst. Ehrlich Ach so, gesagt. Okay. Weil das Problem ist, du hast natürlich völlig recht. Ne? Immer wenn ich Leute nicht erwähne, ist Ich kenne das auch von Neujahrsempfängen oder so. Wenn man anfängt, Leute zu erwähnen, die da sind, dann fühlt sich irgendjemand auf den Schlips getreten, der nicht erwähnt wird. Darum machen Insofern, ne, hier alle Leute, die gerade anwesend sind, hier schmeißt mal eure Blog-Tipps rein. Dann können wir die hier in unserer Bauchbinde einfach reinbringen. Ich glaube, da ist irgendein Bot zwischen. Aber. Okay, ja, dann. Du hast jetzt gesagt, ich schalte jetzt wild frei. Wir gucken dann einfach mal. Also ist ja auch nicht schlecht. Kann man dann entsprechend verteilen, die Sachen. Ja, kann man nochmal ein bisschen hier links verteilen. Das ist schon gut. Der Vorteil ist, glaube ich, von der langen Form einfach, also, und das ist ja nur ein Blogartikel, das ist ja nicht mal irgendwie, weiß ich, ein ganzes Stück für die Zeitung oder so, ja. Es ist halt was anderes als so ein Tweet oder so. Das ist der Punkt. Ja, jetzt sagt Sarah, genau. Ja. Okay, habe ich falsch verstanden. Ich habe auf die Uhrzeit nicht geachtet, des traurigen Griff. Ja. Sehr gut. Ja, Link gerne reinhauen, ne? Also dann verteilen wir das entsprechend. Okay, gut. Genug der Nabelschau von Projekten, die wir machen. Das ist ja nicht Teil des Konzepts bei Morning Matters. Insofern stellt sich natürlich eine andere Frage, Patrick. Die Cartoons. Die Cartoons. Direkt abgearbeitet. Ich mag Webcartoons. Es gibt wahnsinnig tolle Webcartoons, die im Internet so herum. Ich erwähne jetzt niemanden. Wahnsinnig tolle Webcartoons, die im Internet herum geistern. Und ich habe neulich eine Unart bei Facebook gesehen, die ich nicht nur ärgerlich finde, sondern auch respektlos. Und zwar wurde da der Name und die URL des Künstlers bzw. der Künstlerin abgeschnitten. Du hast ja dann meistens bei so einem Cartoon, hast du dann, ne, weiß ich, je nachdem, wie viele Panel das hat und so.
Und darunter steht dann der Autor oder die Autorin, ne? Und da, das wurde abgeschnitten, wo man weitere Cartoons findet. Es ist, also das finde ich, das, also Skandal ist das. Ja, ja, manchmal werden die dann auch noch irgendwie überarbeitet. Ja. Irgendwelche anderen, irgendwelche anderen Texte reingepackt und so. Ja. Das ist schlimm. Ach, also, das finde ich ganz grauenhaft. Ach, stimmt, da gab es gerade irgendein Problem bei meiner Homepage. Ja. Patrick's Homepage ist down. Ja. Ja, ja, irgendwie hat der Provider was gemeldet. Da gab es irgendein Problem. Also, finde ich grauenhaft. Also, sorry, wenn du schon einen Cartoon verteilst, der gratis ist, dann kannst du auch wenigstens erwähnen, wo es herkommt. Also, das ist das Mindeste. Und das so zu verfremden, dass es dann noch nicht mal ich weiß nicht, was in den Köpfen von manchen Leuten. Ja, ich habe das häufiger. Ich glaube, Ralf Gruter hat da auch schon mehrfach irgendwie drauf hingewiesen. Ja. Wird dann selber auch oft drauf hingewiesen. Und der, ich glaube, der käme gar nicht hinterher, die Dinge abzumahnen und dagegen vorzugehen. Ich meine, du musst ja das dann auch, es sei denn, das sind wirklich so, also wenn das irgendwie, ich glaube, in bestimmten Schwurbler-Kontexten oder so benutzt wurde, dann ist er mal aktiv geworden, wenn ich das, aber ich habe das auch nicht so stark verfolgt, das weiß er ja. Aber so, wenn du aktiv, du musst ja aktiv das Ding dann auch abschneiden und so, da denke ich mir immer, warum denn? Also das ist doch einfach, wer es ein guter Gag ist, dann verteile ihn doch, dafür ist das Ding doch da, aber dann lass doch wenigstens drin, wo die Leute noch weitere davon finden. Das, also, grauenhaft. Also das habe ich zufällig bei Facebook gesehen und war erzürnt, könnte man sagen. Ja, hervorragend. Also, Tastatur und Block habe ich auch weg. Dann wollte ich noch erwähnen, das habe ich beim letzten Mal vergessen. Wir haben mehrere neue Leute bei Patreon dazu bekommen, was uns sehr freut. Insofern dafür vielen Dank. Wir bemühen uns natürlich, weiter Content zu produzieren und ich habe auch schon mit Frank neuen Termin für die nächste Woche zum Thema Conan. Also dann kommt dann die nächste Folge. Da sind wir dann, glaube ich, bei Episode 7 und können das dann besprechen. Und wir gucken mal, was wir noch so machen können. Wir haben auch noch so eine Star Trek-Folge offen hier. Also wir bemühen uns. Und falls jemand Ideen hat, was wir noch so an weiterem Content produzieren können, könnt ihr das immer bei Patreon reinschreiben. Das funktioniert auch. Und ich glaube, da haben wir auch bald wieder so einen Stammtisch. Da gibt es immer einmal im Quartal gibt es irgendwie so ein Blick hinter die Kulissen Stammtisch, der ist auch nicht so wahnsinnig beeindruckend. Also das ist so wie hier, nur dass ich Sachen zeige. Ja gut, Sachen, die man noch nicht gesehen hat. Ja gut, aber das muss ja nichts. Es ist dann nicht so Aufregendes an der Stelle. Aber weiß ich, wenn dann irgendwie so Fragen sind, kann man so ein bisschen auf so Details eingehen und so. Also wenn wir jetzt schon die Werbung machen, kann man sozusagen für Sammler. Also diese Heftchen und so, da viele Leute nach diesem Gygax-Heft zum Beispiel gerade immer wieder fragen. Das haben wir aktuell noch, also auf Cons oder so könnt ihr gerne vorbeikommen. Ansonsten haben wir das noch sozusagen für die Patreons so ein bisschen zurückgelegt, weil sonst ist dieser Vorteil irgendwie gar nichts wert, wenn wir das jetzt jedem sozusagen beilegen. Aber wer Sammler ist, also Sammler im Patreon-Sinne, der kriegt das dann auch gerne zugeschickt. Und ansonsten wahrscheinlich auch irgendwie, ne, irgendwann in einem halben Jahr oder was, ist das dann auch kein Problem, aber so ein bisschen müssen wir natürlich da so gucken, wie das ist. Und da fällt ja auch noch ein Weihnachtsheftchen und so. Also wer da wirklich immer alles haben will, weil manche Dinge machen wir in so kleiner Auflage, die gibt es dann eben auch nur in dem Zusammenhang. Oder als PDF. Also als PDF ist das nicht so, dass ihr irgendwas nicht kriegt, kriegt, aber so läuft es nicht an euch vorbei, weil ihr irgendwie den Blogpost nicht mitkriegt und es dann nur als PDF auf der Festplatte rumliegt, sondern manche Dinge drucken wir einfach dann und dann schicken wir die Patreons bei der nächsten Bestellung dann gerne mit. Es ist ein kleines Extra an der Stelle, um zu gucken, was macht man dann so damit. Also wer, ne, die Patreon-Millionen stecken wir dann immer in solche Dinge rein. Das ist so. Genau. Das ist der Grund ja auch dafür. Ne? Also so ein Heft produzieren sind ja trotzdem ein paar hundert Euro. Und dann darum sagen wir eben, wenn die Leute das mitfinanzieren da, dann ist das auch erstmal das, was die es auch dann als erstes bekommen.
Sehr gut. Das war der Werbeteil. Aber ich wollte, also normalerweise müsste man auch immer die Leute erwähnen. Also wir könnten auch hier irgendwie so immer am Anfang die Leute so einblenden oder sowas, wenn sowas interessant ist. Das Problem ist, wir sind notorisch schlecht darin, so Sachen zu machen und aktuell zu halten. Da kenne ich uns zu gut. Da sind wir leider sehr schlecht drin. Ich habe schon immer Probleme herauszufinden, wer denn jetzt in diesen Heften erwähnt werden muss und wer nicht. Ja, weil einige Leute wollen das dann nicht oder die haben dann einen anderen Namen und das wird dann immer sehr kompliziert, weil ich kann mich daran nicht erinnern. Ich vergesse sowas sehr schnell. Das ist dann immer ein bisschen knifflig an der Stelle. Aber wollte ich zumindest noch darauf hinweisen, dass ich das toll finde, weil das ja nicht muss. Das ist ja wir würden ja Morning Matters auch ohnehin machen, zum Beispiel. Oder? Die meisten Dinge sind ja anlassen. Aber es sind ja gerade so Dinge wie irgendwelche Sonderhefte, die wir darüber finanzieren können. Ja. Und Extras. Oh. Und So sieht's aus an der Stelle. Genau, ja. Dann habe ich noch ein sehr boulevardeskes Thema, Patrick. Es sei denn, du hast noch etwas. Nee, ich hatte kurz überlegt, ob wir zum Gratis Rollenspieltag schon mal was sagen wollen. Also ich glaube, das Einzige. Was würdest du denn sagen zum Gratis Rollenspieltag? Ja, dass wir da Dinge geplant haben. Ja, wir haben da Dinge geplant, ja. Heft, also für die Box, ja. Also die Anfänger, aber jetzt auch nicht so die riesigen Neuigkeiten sozusagen, sondern Anfängerfibel wird überarbeitet, da reinkommen und jetzt muss ich überlegen, irgendwas wollten wir noch da reinpacken. Ich habe mit dem Michael gesprochen, ob wir es hinkriegen, einen Mausritter-Schnellstarter zu machen. Das war sozusagen das große Ziel. Und die Chancen stehen gut, hörte ich. Allerdings ist die Abgabe auch sehr rasch. Also sehr bald muss die Abgabe erfolgen. Stressige Zeiten. Vor allen Dingen, weil gerade noch irgendwie, wir haben auch noch zwei Beiträge zu dem Rollenspiel-Almanach von allen Verlagen, der durch Pegasus hergestellt wird und so. Da ist was für Dungeon World drin, vom Christian, meine ich. Das ist eine Übertragung ins Deutsche und ein Abenteuer, was auch im Verlies Navidad ist, für Swords and Wizardry und jetzt allgemeine Oldschool-Rollenspiele, die nicht unter die OGL fallen. Genau. Auch die wird es dann als PDF auf jeden Fall geben. Und also weil an dieses Heft kommt man ja nicht unbedingt. Es ist, also da kannst du einfach mal ganz klar sehen, wie ärgerlich das ist. Ja? Also ich hab angefangen, das zu schreiben und hatte allgemeine Werte dafür genommen. Also, weiß ich nicht, das Eismonster hat die Werte eines Bären, der einmal jede Runde auch 1W4 Kälteschaden machen kann oder sowas. Ja, so fing das an. Und dann hatte ich allerdings auch nicht mehr die Zeit, das fertig zu machen. Hat gefragt, Günther, hast du Lust, sollen wir es irgendwie zusammen machen? Ich habe hier so einen groben Plan, wo das hinführen könnte. Und Günther sagte, ja, alles klar, ist doch geil, können wir noch extra Content machen für Swords and Wizardry. Da gibt es ja gute Abenteuer, lohnt sich ja. Und dann kann man das ausarbeiten. Und dann hat er das relativ konkret auf Swords and Wizardry zugeschnitten, also mit den entsprechenden Statblocks, mit Verweisen auf ein Monster, was aus dem Monstrosities stammt, meine ich. Ne, mit allem, was dann so drin ist. Ja, dann kam diese OGL-Geschichte. Und dann musste das alles nochmal umarbeiten. Das heißt also, jetzt ist es wieder auf dem Stand Werte wie ein Skelett, nur mit 1W4 Kälteschaden oder sowas. Das ist dann so der Stand. Das raubt einem den letzten Nerv. Ne? Das ist schlimm. Also das tut mir auch immer wahnsinnig leid, dass dann so Sachen auftauchen. Und ich kann dann verstehen, dass also da verlierst du dann irgendwie auch so die Lust bei sowas. Und das ist übrigens das Schlimmste an diesem ganzen OGL-Ding. Egal, was da rauskommt am Ende, ne? Die Verunsicherung ist da und die wird bleiben. Ja. Das ist das Hauptproblem. Diesen tollen Wildwuchs in Anführungszeichen, ja? Also was alles so entstanden ist in den Außengrenzen des D&D-Universums mit Oldschool-Sachen und New School oder was auch wie auch immer die Dinger da alle heißen und was die Leute sich da für Kriterien ausdenken, um die zu bewerten und sowas, ist ja nicht so wichtig. Aber wichtig ist, es gab halt wahnsinnig viel Kreativität, die dadurch entstanden ist, dass man sich auf das Regelwerk einigen konnte
und anschließend sich überlegt hat, okay, ich würde halt gerne mal ein Abenteuer machen, was so funktioniert. Ja, ich habe ein Kampagnen-Setting, das so funktioniert. Und das war alles untereinander mehr oder weniger kompatibel, ne, mit relativ kurzen Anpassungen. Und das ist das größte Problem, dass jetzt alle Leute sagen, ja, weiß ich nicht, kann ich denn jetzt noch magisches Geschoss benutzen? Ja, genau. Also ich meine, das Tolle ist ja, wenn so kompatible, also gibt es ja für Beyond the Wall, für DCC, für Mouse, da gibt es ja auch sozusagen Fan-Lizenzen in Anführungsstrichen, ne? Also wo klar geregelt wird, das darfst du damit machen. Und das gibt dir ja eben genau diese Sicherheit, dass du dir nicht erst Gedanken darüber machen musst, wo ist die Grenze zwischen dem, ja, wo Urheberrecht jetzt verletzt wird und wo gehe ich zu nah dran, sondern du kannst dich auf das konzentrieren, was ja im Rollenspiel Spaß macht, kreativ daran zu werden. Es macht ja nicht Spaß, ja, Verträge auszuarbeiten, nein, und dich mit irgendwelchen rechtlichen Fragen zu beschäftigen, sondern dein Abenteuer in irgendeiner Form umzusetzen. Und wenn da so eine Unsicherheit reinkommt, ist das super nervig für alle Beteiligten, ja, am Ende. Das ist einfach ein ganz großer Schritt zurück an der Stelle, muss man, also dann auch bei ne, jetzt mal den Gag weg an der Stelle, es ist einfach sehr bedauerlich, der Schritt. Das ist nicht sehr, sehr schön und es hilft nicht, die Zukunft da irgendwie ruhiger zu gestalten, weil ich glaube, dass viele Leute einfach wegbrechen werden. Die werden dann sagen, ja, mache ich dann mache ich halt nichts mehr. Naja. Und das ist irgendwie sehr schade, weil gerade in diesem Bereich hat sich echt viel cooles Material entwickelt. Und ich habe keine Übersicht über die 5E-Sachen, die alle rausgekommen sind, die Leute irgendwie gebaut haben. Da gibt es bestimmt auch cooles Zeug. Aber allein in diesem Oldschool-Rollenspielbereich, in diesem Retro-Rollenspielbereich hat es wahnsinnig viel entwickelt mit richtig tollem Material. Und ich meine, man muss nur angucken, wie aktiv diese Communities waren und sind. Und ne, die DCC-Community und die Mausritter-Community sind ja dann auch nochmal Communities, die sozusagen an sich schon irgendwie so eine Kraft haben und an sich irgendwie auch so einen abgesteckten Bereich haben in dieser Gesamtszene. Aber so dieses ganz allgemeine, was ist an kompatiblem Swords and Wizardry, Labyrinth Lord, OSE etc. Material erschien, was halt richtig toll ist, das hat halt gerade einen harten Stopp hingelegt. Und das wird, glaube ich, auch kompliziert werden, was auch immer da dann die Lizenz sein wird. Also wir werden es sehen, wir gucken mal, wie es jetzt entwickelt. Aber ich glaube, viele Leute werden sagen, ah, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ja, ja gut, gucken wir mal. Hier klingen schon die Glocken. Die Glocken klingen schon. Ja. Dann wird's Zeit. Was haben wir denn heute noch auf dem Plan für den Presseclub? Da wolltest du raten, wie üblich. Ja, warte mal, lass mich ja kurz nachdenken. Ja gut, Lützerath muss eigentlich das Thema sein. Nee, Panzerlieferung. Genau, die Panzer sind das Thema. Ich glaube, Lützerath war das nicht? Nee, letzte Woche war gar nichts. Letzte Woche fiel aus. Der neue Verteidigungsminister und die Panzerfrage. Ja, sehr gut. Warum zögert die Bundesregierung? Ja, das kann ich verstehen, dass sie zögern. Ich finde ja halt dumm, aber ich kann verstehen, dass sie zögern. Die wollen halt nicht, wie hieß es, German Übermacht, hieß es, glaube ich, in den 80ern oder so, ne? Ich hab's gestern nicht mehr ganz gelesen, aber es ist ja irgendwie auch interessant, wieso diese Dynamik entstanden ist. Ne? Mhm. Irgendwie Polen wollte seine liefern, dann Deutschland gesagt, ja, mach doch. Also, kann er machen. Und dann wollten sie aber irgendwie doch nicht. Und dann ist irgendwie eine Spirale in Kraft gekommen, sodass jetzt Deutschland da irgendwie stärker im Fokus ist. Die Amerikaner wollen auch nicht. Es ist irgendwie eine sehr verkorkste Situation. Dann hatten wir gleichzeitig noch das Weltwirtschaftsforum, ne, war auch noch dann, wo was ich meine, man liest ja eine Horrornachricht nach der anderen, ne? Deutschland als Standort ist nicht mehr brauchbar und so weiter. Ja gut, okay. Alles ja, gut, mal, aber ist, ja, die Wirtschaft ist schon seit 3 Jahren von, nach bestimmten Kreisen, also die Wirtschaft ist seit 3 Jahren völlig an die Wand gefahren. Ist alles kaputt. Wir haben, weiß nicht, ich glaube, seit Beginn der Bundesregierung gibt es Fachkräftemangel. Seit
seit Beginn der Bundesrepublik gibt es Fachkräftemangel. Ich glaube, seit den 50, in den 50ern hatten die schon Fachkräftemangel. Ja gut, aber dann haben wir Gastarbeiter in Herr. Ja, und dann haben wir immer noch Fachkräftemangel. Und dann gibt es noch mehr. Ja, in anderen Bereichen, ja. Es ist halt, du kannst halt immer irgendwie, eine Fachkräftemangel kannst du immer an. Wenn du nicht weißt, was du erzählen willst, kannst du immer sagen, dass es Fachkräftemangel gibt. Ist ja auch nicht falsch. Also es gibt es ja auch. Ne? Also, aber wenn ihr sehr gute Übersetzer, Redakteure und oder Layouter seid, dann schreibt Daniel gerne bei Discord oder per Twitter. das nicht. Ich würde gerne noch, kurz eins reinbringen. Und zwar ist zu diesem Thema hat der Robert Meyer, kann ich das hier reinbringen? Funktioniert das? Ja. Sehr gut. Und zwar gibt es ein Video-Ding und da gibt es auch einen Artikel. Ich weiß nicht, ob ich den Artikel schon mal geteilt habe. Und zwar geht es darum, das Narrativ des Brettspielübersetzens. Die Komplexität, warum Brettspiele übersetzen auch nicht so einfach ist oder Spiele übersetzen an sich ist halt kompliziert. Und da ist Robert Meyer ein sehr verdienter Übersetzer, der auch für uns zum Beispiel Spy übersetzt hat oder auch Agon hat er, glaube ich, auch übersetzt. Glaube ich, bin gerade nicht sicher. Ich glaube schon. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessante Sachen, die er dazu sagt. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und der hat die ganze Berge des Wahnsinns-Kampagne zum Beispiel damals übersetzt für Pegasus. Mit Blick auf ein schottisches Schloss. Was auch sehr, ist auch sehr beeindruckend, ja. Fand ich auch ganz schlechtere cool. Schlechtere Orte. Das stimmt, ja. Zum Beispiel Gelsenkirchen oder Oberhausen. Das sind schlechtere Orte. Hier gibt es auch schöne Orte, aber da muss man ein bisschen gucken. Wo? Ja. Aber wo? Und man kommt mit dem Fahrrad nicht hin. Ja. Leben. Du darfst das Auto auch nicht so einschränken. Darum, das stimmt. Man muss auch aufpassen, wo man unterwegs ist. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Ja. So. Hervorragend. Klasse, wir wünschen euch allen einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche an dieser Stelle wieder. Und natürlich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, am Montag zu Dwarf Fortress. Dann gucken wir mal, was da die Zwerge so treiben. Ja, morgen, also hoffentlich endlich das Bier, ne? Zeit wird's jetzt. Das stimmt. Ach, ich glaube, wir waren schon fast so weit. Ne? Der Gärungsprozess hatte schon angefangen und so. Ja, die Stille war schon gut und so. Das hat sich schon entsprechend bewegt. Ist gut, ja. So, jetzt dürfen wir es nicht vergessen, Patrick. Wir müssen jetzt irgendwo hinraiden hier. Ich guck mal, wer. Wenn jemand da ist. Das vergessen wir jedes Mal, was echt dumm ist. Ja, aber wir sind haselnuss, da wird gekocht. Ja, oh, sehr gut. Das passt ja ganz gut zu uns. Ja. Ich koche nämlich jetzt auch. Ja, perfekt. Ich weiß nur noch nicht, was. Dann machen wir das mal. Habt einen schönen Tag und bis. Ja, schönen Sonntag, Leute. Tage. Oh, wir brauchen einen Raid-Gruß, steht hier. Ich weiß nicht, ich kenne das nicht. Was muss ich da machen? Ja, ich glaube, theoretisch sollen die Leute dann irgendwie was in den Raid schreiben oder so, aber. Ach, ihr kriegt das schon hin. Kochen Matters einfach. Kochen Matters Ausrufezeichen. Perfekt, habt einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Okay, bin jetzt ein bisschen. Patrick guckt noch, aber der Stream läuft. Was könnte passieren? Boah, jetzt kann ich alle Geheimnisse erzählen. Weißt du, was als nächstes rauskommt, Patrick? Ich hab das schon hier. Wir sind schon. Das ganze Manuskript habe ich schon hier. Ja, wir sind angekommen. Wir sind drüber geredet. Perfekt.